Sind alle gekommen, um mit uns heute gemeinsam die Einweihung des Bayerischen Zentrums für Kultur und Kreativwirtschaft zu feiern. Die bayerische Staatsministerin für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie gibt den Startschuss für ein einzigartiges Projekt. Das Zentrum für Kultur und Kreativwirtschaft soll Kreative und Kulturschaffende aus ganz Bayern ansprechen und fördern. Ziel ist eine gesteigerte Wertschöpfung der Kreativbranche Bayerns, die schon jetzt eine bedeutende Wirtschaftskraft besitzt. Wenn man auf die Wertschöpfung schaut, dann befindet sich Ihre Branche auf Augenhöhe mit der Automobilindustrie. Das spiegelt sich auch in der Beschäftigung wider. 1,6 Millionen Erwerbstätige und ein Plus von 7% in den letzten Jahren. Da braucht sich, glaube ich, keiner vor den großen Branchen verstecken. Dennoch will man mit dem neuen Zentrum die Kreativen in Bayern unterstützen und fördern. Das ist auch der Anspruch des Leiters Dirk Kiefer. Vernetzung ist das Wort der Stunde. Das ist ein Prinzip, was die Kultur- und Kreativwirtschaft insgesamt eint. Bei dem Vernetzungscharakter den Zugang zu den internationalen Märkten zu unterstützen. Wie gesagt, die Finanzierungsmöglichkeiten, die wir sehr stark ausgebaut haben, auch überhaupt aufzudecken, zu zeigen, um nur eines zu sagen, wir haben einen neuen Wachstumsfonds aufgelegt. Das Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft will zur Unterstützung der Branche aktiv mit den Akteuren in Dialog treten und bewusst deren Bedürfnisse abfragen. Und deshalb haben wir hier einen Prozess jetzt am Laufen, wo wir genau abfragen, wer sind eigentlich die Leute, was machen die, was treibt sie an, wohin wollen sie hin mit in ihrer unternehmerischen Entwicklung und vor allem, wie können wir sie dabei unterstützen. Diese Idee begeistert Politik, Akteure und Experten gleichermaßen. Das Bayerische Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft wird sicherlich ein ganz wichtiger Ansprechpartner sein für Kultur- und Kreativschaffende an Orten, wo keine kommunalen Strukturen existieren. Wir haben vom Netzwerk Stadtkultur jetzt 5 Jahre die Kreativwirtschaft in Bayern unter den Kommunen beworben und haben darauf hingearbeitet, dass es dieses Zentrum jetzt gibt. Wir freuen uns sehr, dass es das Zentrum jetzt hier in Nürnberg gibt und dass wir gut zusammenarbeiten. Und ich wünsche toi 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 und alles Gute für den Start.